Was macht die Mannschaft nach einem erfolgreichen Rückspiel wie am Mittwoch nach Abpfiff? Wenn Sonntag nicht wieder ein Spiel wäre, dann würden wir wahrscheinlich was anderes machen. So sind wir vielleicht auf einen Drink noch irgendwo hingegangen, aber dann schnell ins Bett, weil Sonntag ist doch wichtig. Jetzt ist noch Anfang von der Meisterschaft und wir wollen nur da noch gute Spiele hinterlassen. Du hast schon einige schöne Treffer in deiner Karriere absolviert. Am Mittwoch gleich im Doppelpack und bist jetzt der Held für viele. Wie fühlt sich das an und was sind deine weiteren Ziele mit Salzburg? Ja, in erster Linie bin ich natürlich einmal Verteidiger und schaue, dass ich in die Null steht, ist ganz klar. Aber natürlich, dass ich so ein wichtiges Spiel und dann auch noch zwei Tore schieße und dann auch eigentlich auch noch Standards von Leute, ist, muss ich auch sagen, super Leute. Und ja, mich freut es natürlich irrsinnig, dass wir jetzt abgestiegen sind, dass die Chance noch ist fürs Playoff. Was haben die Teamkollegen zu deinen Stürmerqualitäten gesagt? Die Teamkollegen haben eigentlich nichts gesagt. Ich habe zu unseren Stürmern was gesagt, das war das Einzige. Ich habe gesagt, so, jetzt wisst ihr, wie man ein wichtiges Spiel hier trifft. Nein, Spaß. Die ganze Mannschaft hat sich gefreut, dass wir jetzt die Runde überstanden haben und jetzt steht eigentlich nicht mehr viel im Weg, nur noch Malmö, dass wir in die Champions League kommen. Hat man am Mittwoch die 21.000 Fans am Spielfeld gespürt? Ja, bevor der Auslosung oder während der Auslosung, wo wir Karabakh bekommen haben, haben wir eigentlich gedacht, du wieder mal eher ein mickriges Heimspiel vor weniger Zuschauern, aber dass dann wirklich 20.000 den Weg ins Stadion gefunden haben, ist voll super. Ich glaube, dass wir einen wichtigen Teil dazu beigetragen haben, dass wir das geschafft haben und dafür möchte ich mich bedanken bei euch. Es war wirklich eine super Stimmung. Ich habe es uns vorangepeitscht. Wir haben die Aserbaidschanis haben wir sowieso nicht gehört, weil ihr einfach super wart und wir freuen uns. Ich hoffe, gegen Malmö ist wieder das Gleiche und dann schlagen wir die Malmö. Was sagst du zum Gegner Malmö im UEFA Champions League Playoff? Bitte schreib's es Gustavsson auf Facebook über Malmö, fragst mich da nicht viel, ich kenne mich da nicht so aus. Aber wir glauben, dass er ein guter Gegner ist, ganz klar in der letzten Phase vor der Champions League Gruppenphase und deswegen müssen wir uns jetzt bereiten, dass wir auf Grödig fahren und dann schauen wir uns einmal den Gegner Malmö an und ja, wir wissen, dass er ein guter Stürmer ist, den wir bei Werder Bremen gespielt haben, aber recht viel mehr wissen wir noch nicht. Wie bist du zu deinem Hobby, dem Jagen, gekommen? Also das Hobby Jagen habe ich durch ein paar Freunde natürlich entdeckt. Ich bin hin und wieder mitgegangen und dann habe ich mir gedacht, ja, jetzt probiere es einmal, mache einmal einen Kurs und dann schaue, wie es geht. Jetzt habe ich anfangs hab ich eigentlich recht viel getan, dann habe ich eine kurze Pause gehabt, aber jetzt habe ich meine Waffe wieder eingeschossen. Ich weiß nicht, ob das Zufall war, dass ich genau in der Woche, wo ich zwei Tore geschossen habe, auch mein Jagdgewehr eingeschossen habe, das was auf 70 Meter, 1,5 Meter zweit links geschossen hat. Vielleicht war das vielleicht habe ich dort mein Visier beim Fußball eingestellt und ja. Was hat dich im Fußball am meisten geprägt, beziehungsweise wobei hast du am meisten gelernt? Ja, also in erster Linie, ich glaube, wenn man mit 13 Jahren von daheim wegkommt, das prägt dann natürlich extrem fürs Leben. Eine Internatszeit ist eine schwierige, aber eine schöne Zeit. Man lernt sehr viel fürs Leben und dann auch, wenn man mit 18 Jahren schon Profi wird und auch schon sehr viel in der Öffentlichkeit steht, muss man damit natürlich umgehen können. Ich habe sehr viele Fehler gemacht in jungen Jahren. Jetzt glaube ich, bin ich schon so weit, dass ich sage, ja, jetzt bin ich ein gestandener Spieler und auch von der Persönlichkeit mir sollte ich jetzt eigentlich von den Fehlern extrem zurückschrauben. Und ja, ich habe viel daraus gelernt. Wichtige Spiele, auch Trainer, die was extrem beeinflusst haben. Und da bin ich drüber froh und ich werde es auch nicht mehr anders machen. Muss man zwischen Bundesligaspielen und internationalen Spielen im Kopf umschalten, beziehungsweise was ist der große Unterschied? Ja, umschalten, ich glaube, wenn wir in einem Rhythmus drin sind, alle drei, vier Tage ein Spiel, dann schwächt es nicht, sondern es beflügelt eher. Und das ist, da tut man dann sicher, ist immer, die internationalen Spiele sind immer was Besonderes, weil man davon weniger hat. Und, aber im Endeffekt Bundesliga und Europa League oder dann jetzt hoffentlich Champions League ist natürlich. Im Endeffekt muss das Gleiche sein, wir müssen immer gleich einigen, wir haben immer die gleiche Taktik und deswegen ist es zwar schon mental und ist einfach ein bisschen was anderes, ob man jetzt Bundesliga oder international spielt, aber das müssen wir, die Unterschiede müssen wir so klein wie möglich halten und ja, und dann dürfen auch beide Spiele mit 100% ausgetragen werden. Wie gehst du ins Salzburg Derby am Sonntag? Wir haben, glaube ich, letztes Jahr viermal gewonnen. Die Serie wollen wir jetzt natürlich fortsetzen. Wir wollen Grödig von Anfang an nicht den Hauch einer Chance lassen. Und ja, jetzt haben wir einmal beflügelt von Champions League, vom Weiterkommen in die nächste Runde. Und das wollen wir ins Grödig-Spiel mitnehmen. Das ist ein
mit einer Niederlage heimgeflogen oder mit einem Ausscheiden heimgeflogen. Und das wollen wir natürlich ausnutzen. Und ja, ich glaube, wir sind guter Dinge, dass wir es schaffen. Ciao Fans, ich hoffe, wir sehen uns Sonntag. Ciao.